Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem sehr nützlichen Add-on, und zwar Urich Skill Point Finder, das hier. Was macht das Ganze? Das Zeug zeigt euch an, wo ihr noch Fähigkeitspunkte holen könnt, in welchem Dungeon und so weiter. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich zeige euch das einfach gar kurz. Also wie gesagt, bei Minion Urich Skillpoint Finder eingeben, installieren, fertig. Das Ganze sieht dann so aus. Unter Erweiterungen findet ihr das hier. Das ist das unterste bei mir. Das benötigt Lib-Add-on-Menü und Lib-Table-Funktion. Ich habe gesehen, Lib-Add-on-Menü... Ah nein, das ist nicht das Add-on. Es gibt ein Add-on, da fehlt die Zahl, aber es geht trotzdem. Fehlalarm in dem Fall. Also wenn es weiß ist, habt ihr die zwei benötigten Erweiterungen runtergeladen. Wenn es rot ist, braucht ihr die noch. Jetzt zum eigentlichen Add-on. Unter Einstellungen, Erweiterungen findet ihr das. Und zwar hier ganz unten, oder? Da könnt ihr die Schrift ändern. Ich habe es auf Standard, so viel, dass ich weiß. Weiß ist, die habt ihr, rot, die habt ihr noch nicht. Ja, genau. Und ah, das ist nicht hier, wo man das einstellt. Ihr könnt dann bei Einstellungen, jetzt muss ich gerade schauen, bei Steuerung, Tasten belegen, genau. Müsst ihr etwas runterscrollen. Und hier seht ihr jetzt Urich Skill Point Finder. Ihr müsst dem eine Taste zuweisen. Also standardmäßig ist das unbelegt. Ihr könnt dort irgendeine Taste reinhauen, damit es eben dann das anzeigt. Sonst geht es nicht. Wichtig zu wissen. Ich drücke jetzt auf der Taste 0, habe ich das. Und jetzt seht ihr das hier. Überall, eben Charakterstufe, habe ich zum Beispiel alle, Hauptaufgabe 11 von 11. Und hier seht ihr zum Beispiel die Dungeons, wo ihr noch einen Punkt holen könnt. Das sind immer in den Dungeons, wenn ihr die startet, ist ein Questgeber. Ihr müsst einfach die Quest annehmen beim Starten bis zum Endboss, und wenn ihr dort die Quest abgeschlossen habt oder den Endboss gelegt habt, dann bekommt ihr meistens dann den Fertigkeitspunkt, oder? Ihr seht zum Beispiel Somersend, Elsweyr, Greymoor, noch nichts gemacht. Und da unten seht ihr dann eben im Dungeon 26 mögliche Punkte, 16 habe ich geholt. Hier sind die, die Quests und so weiter, wo ihr macht könnt. Das sind meistens die Hauptquests, wo speziell gekennzeichnet sind. Ich kann mal eins öffnen, wenn ich eins aktiv habe. Ja, hier. Also ihr seht die normalen Quests. Die haben nur so ein Zeichen. Ja, ich gehe mal weg, damit ihr das seht. Eben, die haben so nichts. Und wenn man es aktiviert, so ein normales Zeichen. Und die Hauptquests, die geben eigentlich immer ein Fertigkeitspunkt, wenn ihr die abschließt. Also die mit einem solchen Symbol, wenn ihr denen folgt bis zum letzten Questgeber, dann erhaltet ihr eigentlich immer einen Fertigkeitspunkt. Das heißt, wenn ihr da irgendwelche
Sachen offen habt, jetzt wie das da zum Beispiel, das gibt keinen Fertigkeitspunkt. Das auch nicht. Das auch nicht. Die alle auch nicht. Und die mit dem Zeichen eben, die geben dann ziemlich sicher einen Fertigkeitspunkt. Und gerade am Anfang würde ich, wenn ich Quests machen würde, eher drauf zielen, diese da zu machen, damit ihr eben dann auch eure Fertigkeiten kaufen oder freischalten könnt. Das finde ich ist, von dem her ist das Tool oder das Add-on unheimlich praktisch. Da seht ihr eben da die Gruppen-Dungeon-Quests, das sind da so die, wo man da zu viert läuft, über dem aktiviert ihr ja das da. Gruppe, ich mach das mal aus. Und eben da die Verliessuche, das sind ja da die, oder? Da Pilzgrotte 1 und. Die könnt ihr dann eben mit dem Tool sonst eben gezielt aktivieren. Zum Beispiel hier Mondjägerfeste. Dann kann ich sagen, aha, da fehlt mir ein Punkt. Ich melde mich in der Warteschlange an. Und so könnt ihr die gezielt farmen und einen Punkt nach dem anderen einsacken, oder? Das ist eigentlich die ganze Hexerei. Ich war vorhin, glaube ich, gerade im falschen Ding. Also hier sind eben die Dungeons. Öffentliche Dungeons sind da die Höhlen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, das sind da die Höhlen. Das alte Orsinium. Da zum Beispiel seht ihr das, ja genau. Das alte Orsinium, das sind links da diese Höhlen. Dort könnt ihr auch immer einen Punkt holen. Hier zum Beispiel könnte ich jetzt auch noch einiges freischalten. Hier die Höhle. Labyrinthian. Dann sollte das hier anzeigen, das westliche Himmels. Ich kann es gar nicht lesen, was da steht. Labyrinthion, oder? Und da könnt ihr, wenn ihr das abschließt, noch einen Punkt machen, oder? Dann sind das die in der offenen Welt, in der Karte, die da eben die Dungeons, das da die Handels-Story-Fortschritte. Und hier eben die Charakterstufen und so weiter, da die Anfangsquest sozusagen, glaube ich. Ja, das war es eigentlich zu dem. Ich glaube, sonst müsst ihr zu dem nichts mehr wissen. Eben nicht vergessen, unter Steuerung gehen, dann eben eine Taste zuweisen. Sonst könnt ihr das nicht öffnen, oder? Ich habe es jetzt zum Beispiel auf 0 und ja, ihr seht, unten ist dann die Gesamtzahl 267, habe ich freigeschaltet mit meinem Mainchar, 455 kann ich noch holen. Also das noch massig Luft nach oben in dem Fall. Ja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch vielleicht ein bisschen helfen und ich werde weiterhin solche Videos machen. Mein Ziel ist eben dann über Add-ons ein bisschen Video zu machen. Und später, denke ich mal, werde ich mal Handwerk vielleicht in Angriff nehmen oder meine Klasse vielleicht eben, wie man Mahlstrom-Arena-Veteran macht oder solche Sachen. Ich denke, das könnte vielleicht den anderen noch interessieren. Sonst, falls ihr noch Vorschläge habt, was ihr euch wünscht oder was euch interessieren könnte, könnt ihr unten in den Kommentaren also gerne reinschreiben und sagen,
das würde ich mir jetzt noch wünschen oder das wäre noch interessant. Ah, das waren nur Fliegen. Da habe ich mittlerweile ein paar. Eventuell mache ich das nächste Video übers Fischen vielleicht. Das ist auch noch interessant. Da kann man ja Rezepte rausholen und wertvolle Sachen, also Materialien für Tränke oder Bufffood und so. Ist vielleicht auch noch interessant. Ja, auf jeden Fall wird mir nicht langweilig, wie ihr seht. Ich bin hier fleißig noch ein bisschen am Aufsteigen, also einiges habe ich noch vor mir. Aber mittlerweile bin ich doch auch schon Stufe 763 von 810 möglichen Champions-Punkten. Ja, da steckt einiges Zeit drin. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. Ich finde Teso so dermaßen umfangreich. Eben die Tat könnt ihr zum Beispiel fischen. Könnt ihr auch noch recht teuer verkaufen. Zwischen 2000 und 2500 gehen die über den Ladentisch. Und da hat es ganz interessante Sachen drin. Eben zum Beispiel Erfahrungstränke, wie man die brauen kann und solche Sachen. Also wird einem nicht langweilig, definitiv nicht. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen und ich würde sagen, viel Spaß in Teso. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas weiterbringen. In dem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit und wie gesagt, ich streame auch hin und wieder auf Twitch, wenn ihr mal vorbeischauen möchtet oder live Fragen habt, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Vielen Dank, die, die mich unterstützen und vielen Dank, habt eine schöne Zeit, bye bye, tschüss.